Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. In der letzten Episode haben wir dieses Schiffswrack hier gefunden, was wir schon mal ganz grob ein bisschen uns angeschaut haben. Und diese Episode möchte ich nochmal einen genaueren Blick reinwerfen. Oh, es ist so schön. Das Spiel ist so schön. Ich denke, jedes Mal, wenn ich es neu anmache, ist es wieder schöner geworden. So, wir wollten uns, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, reinschneiden. Dafür brauche ich aber unser Schweißgerät. Ich hoffe, ich habe es dabei. Hier, den Laserschneider. Eine Batterie habe ich sogar noch dabei. Guck mal, das Thermo, die Thermalklinge ist irgendwie wieder aufgetaucht. Das ist so komisch, ne? Das ist so ein bisschen buggy, dass die Sachen dann nach einer Zeit wieder auftauchen. So, gehen wir nochmal kurz Luft holen hier in der Seemotte. In der Aquarius, sorry. Und dann tauchen wir nochmal rein hier. Denn hier gab es irgendwo eine Tür. Ist es direkt die hier, wo wir uns reinschneiden konnten? Nee. Hier, glaube ich. Hier muss es, glaube ich, gewesen sein. Nee, das kann ich einfach öffnen. Das haben wir doch schon geöffnet, letzte Episode. Bin ich mir aber extremst sicher. Genau. Und hier gab es eine Tür zum Aufschneiden. Genau. Komisch, da ist die Tür wieder zu. Wer hat die Tür zugemacht? Sind hier noch andere Leute? Sind hier irgendwelche perfiden, schlauen Fische, die uns das Leben zur Hölle machen wollen, indem sie dauernd Türen hinter uns verschließen? Oder wieder aufmachen, das wäre ja noch gruseliger eigentlich als verschließen. Oder? Was ist gruseliger? Offene Türen, die jemand zumacht, oder zu Türen, die jemand aufmacht? Zu Türen, die jemand aufmacht eigentlich, oder? Türen gehen schon mal von alleine zu, aber eigentlich selten von alleine auf. Wir haben die. Wie hält er denn da seine Hand, die linke? Jetzt hat er so einen epileptischen Anfall, so ein bisschen. Naja. Egal, die Tür ist fast offen. Jawohl, da sind wir drin. Holen wir unseren Leuchtstab raus. So, haben wir hier was Neues. Hier wäre auch wieder dieser Leuchtstab gewesen. Jetzt, wo ich ihn habe, finde ich ihn dauernd, wirklich dauernd. Ich suche ihn einfach bestimmt über 10, 15 Episoden lang und finde ihn dann direkt 3 oder 4 Mal innerhalb von 2 Episoden. Okay, das war's scheinbar auch schon wieder in diesem Schiffswrack. Nichts zu sehen, außer diesem Leuchtstab. Da komme ich, glaube ich, nicht raus. Egal, dann schwimmen wir mal zu einem neuen Biom, beziehungsweise suchen uns mal ein neues Biom. Denn ihr habt mir da in die Kommentare geschrieben, dass, unter unserer Insel, in der Nähe von unserer Insel. Was war denn unsere Insel? Ist jetzt gerade das Problem. Ist es B6 gewesen? Ich glaube ja, oder? B6 ist unsere Insel. Ich habe sie ja noch nicht benannt. Und irgendwo da drunter, dort soll ein Biom noch sein, wo es ein paar interessante Sachen zu sehen gibt. Ja, B6 ist unsere Insel. Auch diese Episode könnt ihr gerne nochmal Vorschläge für unsere Insel, Namen für unsere Insel in die Kommentare reinschreiben. Denn der Name ist noch nicht vergeben. Ich habe so ein paar Sachen noch vor jetzt in der nächsten Zeit. Wie gesagt, als erstes möchte ich jetzt gerade mal hier unten ein bisschen nachschauen, was hier noch so ist. Hier soll nämlich nochmal ein neues Biom sein. Irgendwo in der Nähe der Insel. Das würde ich mir natürlich gerne angucken. Das hier ist unser normales Pilzbiom, das kennen wir schon. Unser Toad City müsste das sein. So, da haben wir die Insel. Und ich denke mal, dass das Biom was tiefer liegt. Ah, guck mal hier. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Wie nennen die sich? Heißen die Smoker? Die habe ich auf jeden Fall schon mal bei N24 gesehen oder sowas. Bei irgendwelchen Reportagen. Oh, guck mal, das Magnetit ist durchsichtig. Ist das ein Bug oder soll das so sein? Kann ich hier durchschwimmen? Oder tötet es mich? Ne, da kann man durchschwimmen. Das sind, glaube ich, sowas wie unterirdische Vulkane. Oh, ein Fragment. Terraformer. Egal, nehmen wir trotzdem mal mit. Titan kann man nochmal gebrauchen. Ich kann eigentlich schon mal hier ein bisschen was ernten. Was haben wir da? Diamant. Okay, brauchen wir eigentlich nicht, aber ich nehme es trotzdem mal mit. Gold. Den ganzen Quatsch hier, den keiner braucht, aber naja, ich kann es immer noch wegwerfen.
so ein paar Sachen vor, die nächsten Episoden. Auf jeden Fall auch mit unserer Zyklop. Da möchte ich nämlich auch noch was dran rumwerkeln. Ist das hier schon der Rand der Welt? Ich weiß es nicht. Hier geht es so tief runter. Aber hier geht es nicht ganz hundertprozentig steil runter. Deswegen habe ich so das Gefühl... Was ist das denn? Oh Gott, wird die Seemotte wieder ange... Oh, oh Gott. Wir werden angegriffen von Killer-Piranhas. Ich verschwinde. Haha, gebt euch nicht mit mir an. Ist das hier noch ein Zyklop? Ja, aber es ist ein Triebwerksfragment, was wir schon haben, leider. Ich suche immer noch ein Zyklopfragment. Ich weiß noch nicht genau, welches das ist, was mir da fehlt. Gibt es ganz, ganz normale Zyklopfragmente, die einfach Zyklopfragmente... Es gibt ja diese Triebwerksfragmente, es gibt Hüllenfragmente. Ich weiß nicht, was es noch für Fragmente gibt. Auf jeden Fall fehlt mir eins, was einfach nur Zyklop heißt im PDA. Oder das Uranium werde ich mir noch mitnehmen. Uranitkristall heißt es, sorry. Da ist auch noch ein bisschen was. Denn das gibt's nicht so oft. Ich bin auch wirklich mal überlegen, hier nochmal eine zweite Basis hinzubauen. Fernab von zu Hause, dass wir hier ein zweites Zuhause haben, dass es nicht so weit ist. Wir brauchen ja auch nicht alles hier theoretisch. Es reicht ja, wenn wir eine Andockbucht uns bauen. Vielleicht einen kleinen Lagerraum. Halt Energie, dass wir aufladen können und dass wir dort auch Strom haben. Oh, guck mal. Das kennen wir auf jeden Fall noch nicht, das Schiffswrack. Mal schauen, ob wir da irgendwo reinkommen. Erstmal nehme ich noch die paar Sachen auf, die hier rumliegen. So, das schaue ich mir erstmal an, was hier noch so liegt. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Piranha-Fische. Und jede Menge Lithium. Soll ich Lithium mitnehmen? Brauche ich eigentlich nicht, ne? Ich habe genug Lithium. Aber Uranit habe ich ja gerade noch irgendwo gesehen, oder? Da, genau. Uranit. Inventar voll. Klasse. Okay, dann lernen wir das mal kurz. Noch müssten wir Lagerplatz haben. Genau, da habe ich noch gar nichts eingelagert. Oh, die Piranha-Fische greifen uns wieder an. Kackspacken. So, wie machen wir das jetzt? Wo ist jetzt die Seemotte hin? Ich gucke jetzt erstmal, wo der Eingang ist. Komme ich hier rein? Ja, da komme ich direkt rein. Sehr schön. Werde ich hier schon mal ein bisschen anfangen zu schneiden. Für das wären eigentlich die Schwimmflossen jetzt wirklich nicht schlecht, für das Schweißgerät hier. Denn das verbraucht ja so extrem viel Batterie. Da wäre es dann wirklich hilfreich, mit den aufladenden Schwimmflossen das aufzuladen, aber... Was kostet die Welt? Charge Battery? Was war das gerade? Hä? Ach. Unload? Charge? 0%? Ach, man kann jetzt hier auswählen, welche Batterie man nachladen möchte. Okay. Das heißt... Genau, die möchte ich jetzt installieren gerne. Heißt das jetzt, dass die Batterien im Inventar bleiben? Die leeren? Das würde ja heißen, dass die Ladestation inzwischen integriert wurde. Oder bald integriert wird. Oh Gott. Oder bald integriert wird. Was greift mich da an? Piranha Fisch. Stirb. Guck mal, wie er guckt. Stirb. Das würde ja heißen, das wäre ja voll cool, dass die Batterieladestation und vielleicht ja sogar die... wie heißt das andere Ding nochmal, womit die Zyklop betrieben wird? Nicht Batterie, sondern halt diese große Batterie. Fällt jetzt gerade nicht ein. Dass dafür Ladestationen integriert werden, das war ja schon klar, dass das kommt. Es war nur noch nicht klar, wann es kommt. Müssen wir gerade schauen. Haben wir das jetzt im Inventar? Nee, dich will ich nicht nachladen. Tatsache! Die leere Batterie. Das heißt ja, dass es kommt. Bald. Sehr bald. Da freue ich mich schon drauf. Das ist nämlich cool. Dann müssen wir uns endlich keine Sorgen mehr drüber machen mit unserer Zyklop.
zu viel Energie zu verbrauchen, denn dann nehme ich mir einfach die Zellen raus, die Energiezellen raus und lade die einfach nach. Die Energiezellen sind schon relativ teuer, muss man schon sagen. Die kosten einfach 2 Batterien pro Zelle und der Zyklop braucht einfach mal 6 Stück davon. Das sind einfach 12 Batterien, eine komplett volle Aufladung. Und 12 Batterien sind 12 Kupfer. Das Kupfer ist da eigentlich das Problem. So, hier müssen wir jetzt aufpassen, ob hier noch irgendwas ist, was uns fehlt. Hier komme ich nicht durch. Diese Pflanzentöpfe nicht neu? Die habe ich alle schon. Schade. Also eigentlich ist es gut, weil das heißt, dass wir schon viel erkundet haben. Dass wir fleißig waren. Ich fühle mich so viel sicherer und so viel ruhiger jetzt mit dem dritten Sauerstofftank. Oh, guck mal, wie cool. Nur das Licht ist gerade so ein bisschen komisch. Das ist noch so ein bisschen buggy, dass wenn der Abstand scheinbar... Hier ist die Lichtquelle nicht richtig berechnet. Seht ihr das? Das sieht ein bisschen komisch aus. Weil wie soll das Licht von links kommen? Ich bin ja hier. Teilweise ist das da noch nicht so ganz richtig. Und gerade wenn ich zu nah an Sachen drin bin, geht das Licht irgendwie ganz verloren. Jede Menge Spinde. Aber sonst auch nichts zu sehen hier. Gut, dann scheint es das auch schon wieder gewesen zu sein. Zumindest jetzt hier fürs Erste. Ich schaue nochmal, ob es noch einen anderen Eingang gibt hier ins Schiffswrack. Vielleicht finden wir dann da auch noch was Neues. Wo bin ich denn rausgekommen? Hier? Ja. Okay. Machen wir mal eine kleine Runde. Da ist das Ding, was reingefallen ist, oben drauf. Das heißt, wir haben uns hier diesen Teil eigentlich schon angeguckt. Hier vorne waren wir aber noch gar nicht drin. Da haben wir bis jetzt noch keinen Zugang gehabt. Oh, oh, oh. da komme ich doch bestimmt rein, oder? Das schaue ich mir mal an. Ich habe auch ein bisschen Durst. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Bin ich hier schon gewesen? Ich glaube nicht, oder? Geht die Tür hier auf? Ja, die Tür geht auf. Es ist irgendwie überraschend hell hier drin. Dafür, dass ich gar kein Licht anhabe. Sieht man fast besser als ohne Licht. Strom, müssen wir aufpassen. Hier gibt es den Bilderrahmen, den haben wir aber auch schon. Ich glaube sogar, dass wir inzwischen schon alles haben. Also bis auf das Zyklop-Fragment, glaube ich, haben wir sogar schon alle Fragmente eingesammelt, die es gibt. Also es gibt höchstens noch einen Blumentopf oder sowas, der mir fehlt. Oder ich weiß nicht, ob ich schon alle Stühle habe. Ich habe ja nur einen Stuhl bis jetzt. Ich weiß nicht, gibt es noch einen zweiten Stuhl? Bei sowas bin ich mir nicht sicher. Bei so... ja. Möbelstücken und so, nenne ich es jetzt einfach mal im weiteren Sinne. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich da alle habe. Aber ich glaube, an Werkzeugen haben wir alles, was es gibt. So, hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Magnetit. Das brauchen wir aber nicht. Ich wollte eigentlich zu diesem neuen Biom. Also, was heißt neu? Es ist nicht neu, aber wir haben es noch nicht gesehen. Ups, sorry. Wir sind bei 70% Energie, das soll uns auf jeden Fall noch nicht aufhalten, unsere Erkundung. Da können wir schon noch ein bisschen was wegschwimmen. Ein Stückchen. Wenn ich gar nicht im Moment ein bisschen die Orientierung verloren habe, wir schwimmen auf jeden Fall Richtung Osten. Das heißt, wir entfernen uns weiter von unserer Basis. Das heißt, wir müssten hier eigentlich gleich irgendwo auf den Rand der Welt stoßen. Ich glaube, am Rand der Welt geht es dann immer steil runter. Das hier sieht so aus wie der Rand der Welt. Ja, ich schwimme mal runter, mal gucken, was hier kommt. Ja, das ist ziemlich sicher der Rand der Welt. So sieht der aus. Wir kennen ihn schon.
Schwimmen wir mal ein bisschen Richtung B6. Oh. Leviathan. Caution. Mild dehydration detected. Der darf uns auf jeden Fall nicht entdecken. Schwimmen wir mal einen größeren Bogen um ihn. Der ist aber ganz schön weit weg vom Schuss hier, ne? So am Rand der Welt. Sich rumzutrauen, ist gar nicht so. Gar nicht so ungefährlich, hier rumzuschwimmen. Nicht, dass er nachher noch abrutscht und runterfällt. Das ist aber immer noch nicht das, was ich sehen wollte eigentlich. Ansonsten, liebe Leute, muss ich sagen, wir sind jetzt im Spiel schon relativ weit fortgeschritten. Es sind noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich plane. Wie gesagt, ich möchte gerne den Scannerraum nochmal ein bisschen was mehr benutzen. Den vielleicht sogar neu bauen an einer zweiten Basis mit Scannerraum und Undockbucht. Das möchte ich eventuell noch bauen. Oder war da gerade irgendwas zum Scannen? Ich bin gerade eingebildet, dass ich irgendwas scannen konnte. Ich habe aber, glaube ich, verguckt. Ja, das Plan habe ich auf jeden Fall noch geplant. Dann gibt es noch, ich glaube, zwei Biome, die wir noch nicht gesehen haben. Eins bin ich ja gerade dabei zu suchen. Ich kann nicht mehr sagen, wie es heißt. Es heißt Floating Island Biome. Also die schwebenden Inseln. Die haben wir nämlich ziemlich sicher noch nicht gesehen. Und da würde ich gerne hin. Und ansonsten muss man ja schon sagen, habe ich eigentlich ziemlich viel gesehen. Oder wir haben dann schon alles gesehen. Und deswegen wird Subnautica jetzt auch nicht mehr täglich ausgestrahlt, schon ab jetzt. Denn das wird es immer im Wechsel geben um 15 Uhr mit Don't Starve Together mit dem guten Taco. Oder Subnautica, eins von beiden, kommt immer. Im Moment ist es so geplant, dass halt montags, mittwochs und freitags dann das Don't Starve Together, Let's Play Together mit dem Taco kommt. Und an allen den anderen Tagen, sprich das wäre dann Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag, da kommt dann immer jeweils eine Folge Subnautica. Eben weil es nicht mehr so viel zu sehen gibt. Und da muss ich mal schauen, wie weit wir kommen. Also, denn wenn es dann wirklich gar nichts mehr zu tun gibt, ist halt die Frage, was wollt ihr sehen, Leute? Habt ihr noch Vorschläge, dann schreibt mir das jetzt am besten in die Kommentare oder wenn euch natürlich was Neues einfällt, dann auch in den kommenden Episoden. Was ihr gerne sehen wollt, was sollen wir machen? Soll ich noch irgendwo was bauen? Wenn ich nicht irgendwo was erkunden soll, sagt mir Bescheid, wo ich hin soll. Was dort noch zu sehen gibt. Was wir bauen sollen, was ich mal ausprobieren soll. Vielleicht auch irgendeine Challenge, ich weiß nicht. Tauche, halte 20 Minuten lang während der Subnautica-Folge die Luft an oder halte... Was auch eine lustige Challenge wäre, dann kann ich nur nicht sprechen und nicht kommentieren. Das wäre eine sehr leise Episode. Dass ich in echt die Luft anhalten muss, während ich, sobald ich die Seemotte verlasse. Oder irgendwie solche Scherze. Aber ich glaube nicht, dass wir dann weit kommen. Ja, irgendwie sowas. Wenn ihr irgendwelche Challenges habt. Ja, ich trinke ja jetzt gleich was. Was rumort denn hier so? Hört ihr das auch? Mal gerade was trinken. Genau, das müssten wir hier drin haben. Ah, haben wir sogar dreimal dabei, sehr schön. Kika können wir auch essen und hier so einen gepökelten Reiffisch. Zack. Vital signs stabilizing. Zack. Und noch was trinken. So, sehr schön. Jetzt sind wir doch wieder am Start jetzt hier. Okay, jetzt sind wir wieder in Toad City. Irgendwie finde ich das nicht so ganz, was ich suche. Muss ich wirklich in die Höhle tauchen unter unserer Insel? Denn hier gibt es irgendwo ein Biom, da bin ich mir ganz sicher. Ich tauche mal nach hier. Hier sieht es tief aus. Vielleicht gibt es hier ein neues Biom. Ja, und ansonsten, falls auch diese 4 Episoden pro Woche zu viel werden... Wird es wohl so sein, dass ich Subnautica da eine Weile pausiere und dann wird es das auf jeden Fall aber bald wiedergeben, denn ihr seht ja selber, dass eigentlich wirklich fast täglich neue Updates kommen. Manchmal ist es, wie gesagt, nur irgendwas Kleines, so ein kleines Pflänzchen oder sowas, was eingefügt wird und dann hat man oben rechts direkt ein anderes Update, eine andere Versionsnummer, nur weil irgendeine Kleinigkeit hinzugefügt wurde. Dafür macht es natürlich keinen Sinn, eine neue Folge aufzunehmen, aber es kommen doch schon sehr oft neue Sachen. Es sind ja auch ein paar neue Gegner geplant. Also, was heißt Gegner? Ein paar neue... Ach, hier ist es.
Ja, das Floating Island Biom, sehr schön. Hier gibt es übrigens auch jede Menge Quarz, glaube ich. Das nehmen wir auf jeden Fall direkt mit. Alles an. Ist das überhaupt Quarz? Das ist gar kein Quarz, das ist Salz. Seht ihr, da haben wir nämlich das Biom hier auch gesehen. Guck mal, wird das auch von diesen, ähnlich wie Lummerland, werden die Floating Islands hier von diesen Blasendingern, diese fliegenden, was ist das? Kupfer, oh, sehr gut. Von diesen aufsteigenden Blasenviechern, was auch immer es ist. Sind es Tiere, sind es Pflanzen? Keiner weiß es. Werden die getragen. Liebe Leute, das soll es aber gewesen sein für diese Episode. In der nächsten Episode schauen wir uns dann hier genauer um. Ihr könnt mir auch schon mal Namensvorschläge geben hier für diese Insel. Denn auch hier werden wir wieder ein Beacon platzieren und dem Ganzen einen Namen geben. Liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Hier bei Subnautica. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.